Stone, Heroes of Warcraft. Tafelsilbergolem. Und damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten Bossguide-Video hier bei Karazhan. Ich bin Rotmec und wir spielen auf Heroisch den Tafelsilbergolem. Ja, zuerst sei gesagt, ich entschuldige mich schon mal ein bisschen für meine Stimme. Ich war gestern beim Fußball und meine Stimme hat sich verabschiedet. Nichtsdestotrotz werden wir dieses Video zusammen durchgehen. Zuerst, wie immer in den Guides, werden wir mein Deck anschauen, wie das aufgebaut ist, und danach werden wir auch noch ein Spiel spielen, um zu sehen, wie das dann in der Praxis funktioniert. Ja, der Tafelsilbergolem ist der erste Boss im Flügel der Salon in der ersten Woche geöffnet. Er hat folgende Heldenfähigkeit: zu Tisch, ruf zwei Teller 1-1 herbei. Ja, damit müssen wir klarkommen und damit werden wir klarkommen. Das Deck, das ich zusammengestellt habe, funktioniert sehr gut. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in meiner Kartensammlung und schauen uns das Deck zusammen an. Da sind wir auch schon in meiner Kartensammlung und wie ihr sehen könnt, habe ich mich für ein Kriegerdeck entschieden. Und zwar im Modus Wild solltet ihr das zusammenbauen, weil wir halt auch ein paar ältere Karten mit dabei haben. Wir gehen die Karten einmal durch. Wir haben drinne zweimal Hinrichten, dann N'Zoth erste Maat zweimal, Tentakel von N'Zoth zweimal, Wirbelwind zweimal, Feurige Kriegsaxt zweimal, Fieser Zuchtmeister zweimal, Instabiler Ghoul zweimal, Rüstungsschmiedin zweimal, Zerschmettern zweimal, dann Akolyt der Schmerzens, oder der Schmerzens zweimal, Schwungvoller Hieb zweimal, Wütender Berserker zweimal, Zerstörerischer Ghoul zweimal, Biss des Todes zweimal und Grimmiger Gast zweimal. Ihr seht also, die Karten sind nicht wirklich teuer oder brauchen viel Seelenstaub, um sie herzustellen. Es ist wirklich ziemlich ein kostengünstiges Deck und sehr effektiv. Ja, und wie effektiv das ist, das werden wir gleich mal in einem Spiel sehen. Bis dahin, ciao. Garrosh gegen den Tafelsilbergolem. Darf ich zum Tanz bitten? Sieg oder Tod. Und damit welcome back im Spiel. Ja, und wir schauen uns mal unsere Hand an. Zerschmettern, nee. Fieser Zuchtmeister, nee. Und Schwungvoller Hieb, den behalten wir, das ist okay. Dann schauen wir mal, was wir sonst noch kriegen. Eine feurige Kriegsaxt ist nie schlecht zu begehen. Da haben wir sie auch, sehr schön. Und dann schauen wir mal. Das Tafelsilber hat sich gegen uns verschworen. Wir sind umzingelt. Ja, wir sind umzingelt. Danke, Rose. Wir sind umzingelt, wir wissen's. Gut, es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir das Spiel gewinnen können. Es gibt zum einen den grimmigen Gast, mit dem wir das Brett hier füllen können und den Gegner in den Knie zwingen können. Oder es gibt, wie hier bereits gekriegt, den wütenden Berserker. Damit den können wir pushen bis zum geht nicht mehr und dann innerhalb von 2-3 Angriffen den Golem in die Knie zwingen. Aber jetzt erst müssen wir mal schauen, dass wir das Brett noch ein bisschen clear halten, beziehungsweise wir machen unsere Rüstung, die zwei Angriffe, die er dann machen kann, die sollen uns nicht groß schaden. Da kommen nochmal zwei Teller und er wird wahrscheinlich die Teller pushen. Hier Teller haben plus 3 Angriff. Wow. So, dann hoffe ich doch, dass wir ziemlich schnell mal Wirbelwind in die Hand kriegen oder was ähnliches. Weil sonst wird das nicht so cool hier. Okay, wir können natürlich auch hiermit oder damit, Ich nehme die Kriegsaxt. Ich werde mit der Kriegsaxt hier den weghauen. Dann sind das wieder nur 1-1 Tellerchen. Damit haben wir keine Mühe und wir werden zuerst ein bisschen Schaden fressen. Das ist ganz normal. So. Und jetzt wäre Wirbelwind super mit dem wütenden Berserker zusammen. Den würden wir dann richtig schön pushen direkt. Die Münze und der Golem spielt nochmal was. Verliert einem Diener plus 2 plus 2. Okay. Okay, jetzt aber. Was kommt jetzt? Nicht wirklich das, was ich wollte. Schade. Aber dann machen wir das halt so. Noch 3 Rüstung erhalten. Wir hauen ihn auch noch weg hier.
Und dann bringen wir die erste Naht raus. So, ein bisschen Zeit schinden. Wir müssen irgendwas in die Hand kriegen, womit wir die ganzen Teller hier weghauen können und den wütenden Berserker auch noch reinbringen können ins Spiel. Damit wir ihn richtig schön pushen können. Zerschmettern. Weg ist die Naht. Okay, jetzt aber komm. Ein Akolyt der Schmerzen. Wer hätte es gedacht? Na gut, bringen wir ihn mal. Dann können wir noch den Zuchtmeister mitbringen. Das gibt ja dann auch wieder eine Karte in die Hand. Sehr schön. Jetzt haben wir Wirbelwind. Das heißt, im nächsten Zug können wir hier mal schön Rambazamba veranstalten. Bis dahin greifen wir ihn an, weil ich will nicht, dass er irgendwas rausbringen kann aufs Board. Jetzt hat er alles zugemüllt mit Tellern. Die machen nicht so viel Schaden. Das sind 7 Schaden. Damit können wir noch umgehen. Aber wenn er die dann pushen kann, dann haben wir schon unsere Mühe damit. Wir haben danach 6 Mana. Das heißt, es reicht für wütender Berserker, für Wirbelwind und für 2 Schilde. Er macht sich noch 5 Rüstung und zieht eine Karte. Okay, jetzt aber. Jetzt geht's aber los hier. Wütender Berserker raus. Wirbelwind raus. Und jetzt lassen wir ihn mal schön pushen. Wir machen auch noch ein bisschen Rüstung hier. Dann 2 Schaden ins Gesicht. 1 Schaden ins Gesicht. Und naja, 11-3. Da geht noch mehr, da geht noch einiges mehr. Vielleicht bereits in der nächsten Runde. Jetzt bringt er aber einiges raus hier, der Gute. Jetzt will er es wissen. Das ist mir aber auch recht. Ich werde jetzt erst einmal, wir schauen, was können wir tun? Was können wir tun? Okay, ich brauche die Karte nicht zu ziehen, die er uns da geben will für Zerschmettern. Das heißt, wir machen es so. 3 hier. Dann 2 hier. Und dann den einen Schaden lasse ich mal auch vorne weg. Ich will ihn hier weghauen. So. Und das... Nee, das lassen wir nicht, sonst pusht er ihn noch. Das will ich nicht. So, 16 Schaden. Die Rüstung ist erstmal weg. Und jetzt noch 30. Das heißt, noch 2 Angriffe. Dann sollten wir es haben. Also noch 2 Angriffe. Muss der Berserker überleben. Genau, vor davor hatte ich Angst. Wenn er hier die Teller pushen könnte. Aber so sieht das gar nicht mal so schlecht aus bisher. Der Biss des Todes. Okay. Das sieht dann schon wieder schlechter aus für uns. Es reicht sicherlich, das ist nicht das Problem. Ich mach mal so. 3 Schaden, dann 2 Rüstung. Wir bringen die Tentakel raus und auch den Biss des Todes. Und hier 17 Schaden ins Gesicht. Bam, und ich hoffe jetzt, er kann seine Teller nicht pushen, was den Angriff angeht. Er bringt nochmal 2 Teller, klar, und dann... geht er mir ins Gesicht. Sehr schön. Das sollte eigentlich jetzt der Sieg sein. Das ist der Sieg. So geht das dann. Ich habe gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder mit dem grimmigen Gast oder mit dem wütenden Berserker. Wir haben jetzt in dieser Runde den wütenden Berserker zur Hand genommen. Jetzt gibt es hier mal dicke Schaden. Und wir werden gepusht. Und das reicht dann wunderbar. Ihr seht, wir sind auch nicht mehr so gut mit Life dran. Natürlich könnt ihr dann mit Rüstungen vielleicht wieder ein bisschen was hochbringen, was die Leben angeht, beziehungsweise Rüstung. Aber es reicht auf jeden Fall. So, ich hoffe, das Deck kann euch irgendwie helfen, wenn ihr Probleme habt, auf Heroisch mit dem Tafelsilbergolem. Schöne Bescherung. Ja, alles Scherben am Boden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Deck irgendwie geholfen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gibt es auf meinem Kanal weitere Videos jede Woche zum Kartenchaos. Es gibt Let's Plays, es gibt natürlich zu jedem Boss eine kleine Guide mit den Decks, die ich euch vorstelle. Ja, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao!